Die Heimat des Islams. Lange ist es noch nicht für den Tourismus geöffnet. Umso größer ist die Abenteuerlust, diese Landschaften und Kultur zu erkunden. Land Nummer 15, Saudi-Arabien. Let's go! Ja, wieder Abschied nehmen, ne? Tschüss, schöner Platz. War echt cool hier, ne? Ja, sehr schöner Strand. Und was ich heute Morgen gemerkt habe, wir haben Rückenwind. Yes. Nur mal kurz zur Anlage. Da vorne sind auch noch Duschen und Klos, also... Und alle sehr sauber. Den ganzen Tag sind da Menschen, die sich darum kümmern, dass alles sauber ist, also... Und vor allen Dingen auch eine Lady, die darauf achtet, dass nur Ladies ins Lady-Klo gehen. Genau, und dass man in Ruhe duschen kann. Das ist echt wertvoll. Echt cool, ey. Ja. Salam. Salam. Jo, und heute Morgen stehen wir auf und Fahne weg. Beide Fahnen weg. Ja. Also beide jordanischen Fahnen weg. Und gestern Abend haben wir noch gesagt, ach Quatsch, hier klaut keiner. Und nach dem ersten Schock haben wir dann erfahren, dass es die Hunde waren. Ja, und unsere Nachbarn sagten dann, ey, das waren Dogs. Ja, und tatsächlich nur die beiden jordanischen Flaggen. Ja, anscheinend kamen die Hunde nicht aus Jordanien. Also der Hund ist dein Freund und Helfer, weil wir sowieso die jordanischen Flaggen an der Grenze leider demontieren müssen. Ja, hat das der Hund direkt mal für uns erledigt. Ja, top. Top, weiter geht's. Da lang, Saudi-Grenze. Ja, wir sind jetzt den Schildern gefolgt bis zur Grenze. Ja, Saudi-Border stand da drauf. Hier ist alles tote Hose. Irgendwie fragen wir uns gerade, ob wir hier wirklich richtig sind. Ja. Da ist ein LKW. Na ja, versuchen wir es mal. Ja, jetzt stehen wir an der Grenze und es gibt anscheinend doch Probleme, die Drohne wieder zu kriegen. Ist nicht so einfach. Auf jeden Fall warten wir jetzt mal ab. Daumen drücken. Wir sind in Saudi-Arabien und wir haben unsere Drohne wieder. Juhu! Nach langem, langem Hin und Her. Ja. Was wir auch nicht wussten, auch wenn ihr das E-Visa im Internet beantragt und dafür ordentlich Geld latzen müsst, ja, die ziehen euch dann auch hier nochmal 10 JD pro Person aus der Tasche, um den Antrag durchzuführen. Ja, nun hatten wir leider das Pech, dass wir kein Geld mehr da hatten oder nur wenig. Wir hatten noch 17 JD. Und das reichte natürlich für uns nicht, wir brauchten 20 und haben einen netten Mann kennengelernt, der uns das Geld ausgelegt hat. Dafür haben wir ihn beim Duty Free jeweils zweimal Zigaretten gekauft. Auf unsere Namen. Auf unsere Namen. Ja, das ist der Deal, der war gut. Ja, Bingo Bongo. Und jetzt? Wahnsinn, hier liegt schon Sand auf der Straße. Ja, es ist hier anscheinend nochmal eine Kontrolle. Ja. Okay, gucken, wie wir da durchkommen. Wir haben schon gehört, jetzt werden unsere Fingerabdrücke genommen. Oh, war ja. Die wollte ich doch immer verheimlichen. Hast du schon preisgegeben, dein Perso? Ja, hast du recht. Sicherheitsmaßnahmen hier, war krass. Neues Land, neue Währung. Wie heißt? Hab ich schon wieder vergessen. Saudische Rial. Rial. Wie viel? 0,25 Rial sind... nee, machen wir es mal andersrum. 1 Euro. Sind 4 Real. Genau, das heißt, ein Real sind 0,25 Euro. Richtig. Leicht umzurechnen, oder? Normal schon, ja, aber du brauchst ja nur ein Viertel rechnen. Gerade eben haben wir schon ein Schild gesehen. Hier ist der Eingang für Autos und Pilger. Ja. Hier sind wir also richtig. Cars and Pilgrims. Und das mit der Drohne,
Das war, obwohl es so lange gedauert hat, recht unkompliziert, fand ich. Ne? Ja, wenn nachher einmal herausgestanden, wer die Drohne überhaupt hat. Ja, bevor die uns verstanden haben, haben die uns immer zu uns immer gesagt, ja, ihr könnt gehen, ihr könnt gehen. Ich sage, nein, wir haben unsere Drohne noch nicht dabei. Bis sie das verstanden haben, das hat schon ein bisschen was gedauert. Ja, ne? Ich glaube, wir haben es hier 2 Stunden verbracht. Ja. Me too. Oh, yes. Okay. Das ist wirklich mal ein krasser Grenzübergang. Hallo. Carmen musste jetzt extra noch zur Frauenabteilung und ich bekomme währenddessen ihren Kaffee in die Hand gerückt. Ist das geil. Also du bist gerade gefilzt worden? Ja, Schal und du musst dir alles abnehmen. Und was war da los in dem Raum? Nichts. Wieso? Schal. Nee, du hast gerade gesagt, da saßen 2 Mädels. Oh ja, da saßen mehrere, die haben gewartet, mehrere Frauen. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber sehr nett. She got out now. Oh, she got out. It's all good. Huh? All good. Oh. Thank you very much. Shukran. Und hier sind die ersten Eindrücke aus Saudi-Arabien. Direkt nach der Grenze hat man eine Baustelle. Guck mal, wie die Schuhe aussehen. Ja. Ja, voll mit Teer. Jetzt klebt hier irgendwie alles an den Reifen und an den Schuhen. So, jetzt fahren wir noch eine Hacke rein. Vielleicht findet man ja noch eine SIM-Karte. Und wie so typisch für den Tag des Grenzübergangs, wird das heute dunkel, bevor wir unser Zelt aufschlagen. Sabah al-Khair zusammen. Ja, gestern Abend ist es dann wieder ziemlich spät geworden. Wir haben die SIM-Karte noch besorgt. 50 GB für 30 Euro im Monat. STC. Nicht zu sein, denn mit sein hat man nicht wirklich Empfang in der Wüste. Haben wir uns sagen lassen. Ja, und das ist dann unser Schlafplatz gewesen. Luxus, oder? Gut geschlafen? Ja. Und wir haben schon festgestellt, gestern Abend war hier niemand, aber heute Morgen ist hier die Hölle los. Hier ist man auf jeden Fall nicht alleine. Fantastisch. Jetzt geht's Richtung Sharma. Das sind aber noch 100 Kilometer. Mal gucken. Da lang. Wie viel Liter haben wir dabei? Ich glaube 17, ne? Ja, 20. 20. Und unsere Benzinflasche da unten muss auch wieder aufgefüllt werden. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns das kostet. So, ich habe den zwar gesagt, nur bis zum Strich, aber der haut die Kanne richtig voll. Und was haben wir bezahlt? 2. 2 Rial? Ja. Das heißt? Ja. Ungefähr ein Viertel Euro, noch nicht mal ein Viertel. Nee, einen halben. 50 Cent. Nee. Shukran, Jazilan. Und immer geradeaus, sagt er. So, Leute, jetzt wird's ernst. Jetzt betreten wir die Wüste. Salam! Salam! Und das ist das Schild, was uns gezeigt wird. Tja. Emergency! Emergency! Und hast Angst? Nee, wir haben ja genug Wasser dabei. Ja, wir haben jetzt Wasser für 2 Tage dabei. Und dann wollen wir sehen. Da oben geht's lang.
Ja, hat wieder was anderes, eine andere Ansicht auf eine Wüste. Jo. Ist halt Sandwüste, ne? Auf jeden Fall ist die Straße schön leer, ne? Zwischendurch, ganz für uns alleine. Zwischendurch kommt mal ein Auto. Das hupt aber zum Glück schon 5 Kilometer vorher. Und hat auf jeden Fall ein Handy im Anschlag. Also ich glaube, so oft, wie wir hier schon fotografiert worden sind, das ist, haben wir noch nie erlebt auf der ganzen Reise. Und hinter Carmen sieht man dann schon wieder den Golf von Aqaba. Der mündet dann irgendwann ins Rote Meer. Da fahren wir jetzt hin. Also, nochmal ein kleines Resümee. Die Einfahrt nach Saudi-Arabien war sehr umfangreich, haben wir glaube ich schon gesagt. Hat lange gedauert. Und als wir in Saudi angekommen sind, war es für mich doch ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Ich hatte eine Dreiviertelhose an, eine lange, und jetzt habe ich eine lange an. Und ich wurde echt als Freiwild angesehen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Männer mich heiraten wollten. Und auch die Frauen haben mich sehr, ja, ein bisschen verachtend angeguckt. Also ich habe mich nicht wohl gefühlt. Jetzt muss man dabei aber auch sagen, dann haben wir heute Morgen entschieden, zieh doch mal dein Kopftuch an. Und zack, alles anders. Komplett anders. Lange Hose, Kopftuch, ich werde genauso respektvoll behandelt wie Philipp auch. Also, das schon, macht schon was aus. Schon eine andere Nummer, ja. Ja, macht schon viel aus. Ich ziehe mein Ding gleich auch an, mein Hijab. Okay, zwischendurch kommen dann doch mal ein paar Häuschen. Und das da hinten sieht so aus wie ein Badestrand. Aber heute nicht, ist zu kalt. Um euch mal zu zeigen, wie wenig Autos hier wirklich kommen, lassen wir jetzt mal einen Zeitraffer laufen in 30-facher Geschwindigkeit. Okay, los geht's. Oh cool, das erste Straßenschild seit langem. Wir fahren nach Magna. Und dann taucht ihr mitten in der Wüste im Kreisverkehr auf. So, wie wir euch schon erzählt haben, sind wir auf dem Weg nach Neom. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, wenn nicht, würde ich sagen, googelt das mal. Das sind nämlich neben The Line, eins der beiden Megaprojekte hier in Saudi-Arabien. Und dazu erzählen wir euch bald mehr. Auf jeden Fall das hier links gehört schon alles dazu. Und gibt es bald nicht mehr, so in der Form. Respekt, wer es selber macht. Wow, guckt euch das mal an. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Der liegt wohl schon ein bisschen länger hier. Mal gucken, was Carmen sagt, ob wir uns hier an dem Kollegen irgendwo hinpflanzen. Da ist er auch schon. Der Wind kommt von da und hier sind so ein paar Dämme oder Dünen. Mal gucken, was Carmen sagt. Na, was sagst du? Georgios G heißt das Ding. Oh, keine Ahnung. Jo. Guck mal hier, direkt neben der Straße.
Und die Dinger hier sind uns auch heute aufgefallen. Ich habe mal eine mitgenommen. Die mache ich gleich mal auf. Sind das Melonen oder Kartoffeln in der Wüste? Einige sind auch schon total braun und verdirrt. Und die Kamele da hinten laufen einfach auf die Straße. Tja, was bei uns die Kühe oder die Pferde sind oder die Schafe, sind hier halt Kamele. Guck mal hier. Meinst du, die kann man essen? Nee, ich glaube nicht. Aber aufschneiden wollen wir die mal, ne? Ja. Ich auch, hier. Da hinten laufen Kamele über die Straße. Ich habe die Spuren eben schon gesehen. Hart? Krieg ich nicht durch. Ah, du bist auch am Strunk gerade. Nimm mal weg vom Strunk, genau. Nee, krieg ich nicht durch. Kriegst du nicht durch? Versuch mal selber. Halt du mal. Oh, mit Kernen drin. Sie sehen wie Apfelkerne aus. Jo. Riecht auf jeden Fall frisch, wie eine Kiwi. Ja? Mhm. Oh, ja. Oder wie eine Melone. Kennt ihr sowas? Schreibt mal was unten in die Kommentare. Sieht ja lecker aus, ne? Lecker sieht die auf jeden Fall aus. Mhm. Die riecht auch frisch. Aber wer weiß, was da die für Stoffe in sich trägt, ne? Die sehen auf jeden Fall noch gut aus. Die anderen, die sind ja alle so braun und gelb und verkümmert. Mhm. Ja. Abdel, Tachasaurak, Abdel. حسن. أيوة حسن. Sabah Acher miteinander. Du auch Sabah Acher? Sabah Acher, ja. Jo, und gerade wieder Unglaubliches passiert. Wir stehen auf. Hier fährt ein Jeep vor. Nicht der weiße, sondern hier stand ein schwarzer. Vier Jungs steigen aus. Alles Brüder. Anscheinend wieder eine Großfamilie. Ja. Und guck mal, was ich aufhab. Geschenkt bekommen. Ja. Und noch so ein cooles Streifen mit so ein cooles. Warnweste. Ja, so eine Warnweste. Aber ist keine Weste, sind nur ein paar Streifen. Aber coole Sache, dem gehört hier eine Sicherheitsfirma in Neom. Und dann haben wir Kaffee bekommen und... Aber nicht... Jetzt muss ich pinkeln. Kein herkömmlicher Kaffee, so wie wir den kennen. Sondern der Kaffee wird aus Ingwer gemacht, mit Kardamom drin, Minze. Das soll so viel Power geben wie... Ja. Ein paar Tassen Kaffee. Wie Whisky. Der Typ hat gesagt, wir schlafen jetzt auf jeden Fall zwei Tage nicht. Okay, wie wir gestern schon erfahren haben von den Grenzbeamten, die uns hier haben schlafen lassen, geht's da jetzt nicht mehr weiter für uns, denn da folgt eine Militärbasis oder Militärstützpunkt. Zone, ja. Wir müssen zurück, da lang, 8 Kilometer, bis zu dem Kreisverkehr, den wir euch gestern gezeigt haben, denn da stand ein Schild Tabuk, also erstmal nach Tabuk. Auf jeden Fall soll es da bedded sein. Ja. Kalt. Sehr bedded. Ja. Gestern hat es geschneit in Tabuk. Gut. Haben wir uns erzählen lassen. Sachen packen, auf die Fahrräder, da lang.
Saudi-Arabien ist dann noch nicht so lange offen für die Touristen. Nein, erst seit 3 Jahren. Und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht mal so unverständlich, dass die Frauen dich hier richtig anstarren, wenn du nicht vermummt bist. Weil? Weil vor 3 Jahren war es doch Pflicht, einen ganzen Ganzkörper-Hijab zu tragen. Ansonsten? Ansonsten wirst du gesteinigt. Also das Land hat noch vieles zu lernen oder sich an vieles zu gewöhnen. Sehr interessant. Aber auf jeden Fall ist es so schon besser. Ja, Zeit hat sich geändert. Wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit diesen Großprojekten NEOM und The Line. Denn, du hast glaube ich gestern recherchiert, allein in The Line werden ca. 9 Millionen? 9 Millionen Menschen leben. Zum Vergleich, in der Schweiz leben 8,7 Millionen Menschen. Ja, krass, ne? Was wir eben noch erfahren haben, oder gestern Abend besser gesagt, auch ganz interessant, dieser Kreisverkehr, wo wir jetzt hinfahren, der ist noch nicht eingezeichnet auf der Karte. Und auch die Straße, die wir gleich hoffentlich nutzen können, ist noch nicht im Kartenmaterial. Also, das kennen wir ja von der Türkei, wen es interessiert. Da oben wird es eingeblendet. Wir fahren wieder auf Unknown Streets. Und da ist das Ding. Uhu, also 12 Kilometer wieder zurück. Und das hat mich gestern schon gewundert. Die Straße Richtung Makna ist offen und Richtung Tawuk Road closed. Aber ich habe gerade noch einen Autofahrer angehalten. Der hat mir gesagt, jo, hier geht's Richtung Tawuk. Bin ich ja mal gespannt. Alles Negative, so gegen den Wind fahren, 12 Kilometer wieder Umweg, ist natürlich recht bescheiden. Aber alles Negative hat natürlich auch was Positives. Und zwar, wir waren gerade perfekt der Sonne ausgerichtet mit unserer Solarzelle. Ne? Hast du schön geladen gerade. Wir haben Sonnenschein und was noch? Berge. Die Berge kommen jetzt auch noch, ja. Da fahren wir jetzt rein. 1000 Meter. Was wir eben nicht festgestellt haben von da unten, optische Täuschung oder Sinnestäuschung. Wir sind jetzt schon auf 230 Meter, bevor es überhaupt da reingeht. Auf 1000 müssen wir irgendwie. Und wieder was Positives dabei. Die Landschaft zieht langsam an einem vorbei. So wie das Leben, ne? Das Leben ist ein Marathon, kein Sprint. Sollte man sich auch immer vor Augen halten, egal was man macht. Auf jeden Fall wieder beeindruckend. Lohnt sich! So, herzlich willkommen auf 400 Höhenmeter. Und? Was haben wir ganz verschwitzt bei der ganzen Sache? 5000! 5000, zeig mal her, wo ist das Ding? Ich bin jetzt schon bei 5000. Oh, Moment. 5014. Glückwunsch! Krass. 5014. Und wieder verpennt. Sieht man das? Ja. Sehr schön. Chaka! Juhu! Chaka! Auf die nächsten 5000! Ja, krass, ey. Also diese Geisterstraße ist ja noch eine Geisterstraße. Wir haben das irgendwie mit Geistern zu tun. Mit Geistertunnel. Diesmal eine Geisterstraße. Da war wieder einer. Ja, wir hoffen, dass es tatsächlich, dass die Straße zu Ende irgendwann ist. Oder dass wir auf jeden Fall, ja, dass wir dahin das kommen, wo wir wollen. Ne? Hier kommen uns nämlich so ein paar LKWs entgegen. Ja. Ich glaube, entweder Wasser oder Abwasser. Ja. Und entweder ist da hinten ein Riesenloch, wo die ihr Abwasser hinfahren. Oder eine Quelle und die holen das ganze Wasser. Ja. Und da ist ein Ende. Ja. Also hoffen wir es nicht.
Nee, wir hoffen wie im Tunnel auch. Und ich denke mir mal, wir haben wieder Glück. Ich hoffe das, dass wir die Parallelstraße nach Tabuk erreichen. Ja. Ganz schön bettet, wenn die Sonne weg ist. Ne? Ja, ganz schön kalt hier. Ja, ich glaube, wir haben 7 Uhr. Ja, kann sein, warte mal. Ne? Guck mal. 18.38 Uhr. 18.38 Uhr, ja. Und wir sagen jetzt gute Nacht. Ja, nach 600 Höhenmetern sagen wir jetzt gute Nacht. Und gute morgen Nacht. Geht's in alter Frische weiter. Genau. Oh, ich höre schon die Schakale. Echt? Ja, irgendwas habe ich gehört. Aber naja, wir sind ja dran gewöhnt. Gute Nacht. So, wir hauen jetzt ab. Wir kommen ja hier sonst nicht weg. Wir kommen hier nicht weg. Shukran, Shazilan, wow. Bye, bye. Bye, bye. Wahnsinn, ey.